C, multiple SWAT units responding code 3 to CP at Pitkin and Daly. Barricade hostage situation. Okay, alles klar, die Tür ist vor uns. Direkt. Dann Monty, du wolltest die Vordertür machen? Ich mach die Vordertür, ja. Dann. Ja, dann muss ich glaube ich hier lang, ne? Nein. Vince, wohin gehst du? Ihr bleibt hier hin, ich sichere die Türbereiche. Police, hab schon. Hands up, on your knees. Was? Scheiße! Drop your weapons and hit the floor, police! Okay, bewaffneter Verdächtiger ist geflohen. Ich werde die Tür sichern. So, der kommt hier nicht mehr raus. Toiletten. Okay, Toiletten sichern. 3. Im Loading Area müsste hier auch noch was drin sein, oder nicht? Nee. Nein. Okay. Das ist noch nicht das Loading Area. Okay, dann gehen wir wieder zurück. So, den Kontakt hatte ich wie gesagt schon gesichert, ne? Auch schon gemeldet? Ja, natürlich. Ich guck mal kurz, ob ich da vorne durch die Tür durchkomme. Eine Sekunde. Nein, kommen wir nicht. Ja, okay, gut. Dann ist alles gesichert. Dann, okay, aufstellen. Vince hat ja wahrscheinlich wieder diese Dingenskanone dabei, der geht voraus. Ich hab auch noch eine Slitte. Genau, Simius ist Türöffner und Lumberjack kommt nach und sichert. Okay. Ja. Und ich sicher dann halt den Rückbereich. Jo. Bist bereit? 3, 2, 1. Was machst du, Len? Ich hab nichts gemacht. Du hast die Tür wieder zugemacht, oder? Nein, hab ich nicht. Irgendeiner von euch hat die Tür offene Tür. Ich hab links gesichert. Okay, links sichern, ein Mann sichert links. Ich hab links gesichert. Ah, alles klar. Ich mach dann rechts einen Wedge dran. Genau, guck einmal durch. Also nachdem du die Wedge gesichert hast. Hallo. Ja. Wedge ist platziert. Ich habe links gesichert. Ja, Vince auch. Achso, jetzt. Ja, gut. Einmal gucken, ja, wir. Rechts ist Loading Area ist soweit frei. Okay, dann Simius bleibt. Aber da ist eine Doppeltür. Okay, Simius bleibt im Loading Area. Bitte? Simius bleibt hier, also du sicherst die Tür weiter. Ja. Lumberjack, du machst den Wedge wieder weg und du gehst dann mit Vince da rein. Jo. Vince geht vor, wegen den Pfeffer, bla bla. Pfefferkugel. Wedge is removed. Okay, Lockpick a door. Tür ist aufgeschlossen. Okay, ready? Ready. Police, get those hands up! Police, on the floor! Alles klar. Area clear. Gut, da ist eine Durchgangstür. Lamba, siehst du die Durchgang... Simius, siehst du rechts da irgend so eine Doppeltür? Ja. Okay, ja, dann öffnet die Tür und kommt rein. Simius, du gehst weiter vor. Ist verschlossen, ich lockpicke. Okay, dann bleibst du hier an der Treppe, sicherst erstmal die Treppe. Also dann links gesichert. Sehr gut. Dann könnt ihr das Schloss erstmal aufbrechen. Okay. Lockpicker Nummer 2. Guck mal da, genau, ich wollte gerade sagen, guck mal da in dem Bereich, ob da. Tür jetzt offenbar. Okay, soweit sicher. So, alles klar. Police, show me your hands. Dann sind jetzt Lamba und Vince ein Team. Simius, du bleibst da, sicherst. Vince und Lamba gehen langsam vor. Jo. Linker Bereich sicher. Ihr müsst nach rechts sichern. Macht eure Taschenlampen an. Sehe die besser. Rechts ist soweit klar. Okay, gut. Simius, Tür checken, rechts, falls du kannst. Bitte? Simius, Tür links checken. Ja. Police, get down. Falls ihr rechts noch eine Tür habt, dann auch einmal checken, falls ihr so ein Ding dabei habt. So. Nein. Eine Tür. Hier ist keine Tür. Ah, ich hab, Moment. Ein paar Kontakte. Eine unbewaffnete Geisel. Im linken Bereich. Okay, Vince geht wieder vor.
Jawohl. Achtet drauf, da sind Durchreichen. Heißt, die kann ich nicht einsehen, könnte aber Schussfeld für den Feind bieten. Welche Seite? Geradeaus durch sind Durchreichen. Okay. Wie gesagt, Geisel ist links. Linke Seite. Okay. Bereit. Ich guck das Schloss. Ready, sobald du es bist. Jo. Ready or not heißt das, Mann! Ready or not, here I come. Okay, 3, 2, 1. Put your hands in the air! Do it now! Jesus! Ich komm nicht durch, weil Team da hängt. Bewaffneter! Anschreien, erschießen zur Not. Ja, ich hab Pfeffer. Da sind weitere in der rechten Tür. Waffe gesichert. Okay, erstmal den Bereich sichern, bevor wir irgendwelche Leute sichern. Okay, Waffen sofort immer sichern. What the hell? Alles klar. Okay, Vince sichert die Tür. Ich sichere die Geisel hier. Roger that, trailer standing by. Geisel gesichert, Geisel gemeldet. Habt ihr Waffe? Okay, Vince, fang an, die Geiseln zu melden. Ich sichere die Tür, warte, warte. Erstmal jetzt neu organisieren. Okay. Lade nach. Hands up, now. Alles klar. Let's move. Alle gesichert? Ja. Wie kann ich dir melden? Wenn die genau, wenn du aber die genau. Also wenn Officer am Boden ist, verletzt ein Suspect am Boden oder eine Geisel gesichert hast, dann drückst du nochmal F, dann meldet er es praktisch. Okay. Ja. So, Tür sichern, also Tür durchgucken. Aufstellen, ja, die war gerade schon mal offen. Ich habe die gerade zugemacht, weil da irgendwas raus rein wollte. Da ist nach links eine Tür offen und ansonsten sind keine Personen zu sehen. Wir konnten da hinten durchs rechte Fenster auch eingucken. Na, guck mal, ob du irgendwas siehst. Ja, bewaffneter Mann. Reagiert er auf euch? Der läuft wild durch den, okay. durch den Raum. Dann, wenn wir die Tür öffnen, Flashbang rein. Am besten zwei sogar, dass zwei Leute Flashbang werfen. Jo. Und Vince geht dann rein. Wenn die Flashbangs geworfen sind, geht ihr sofort hinterher. Jo. Soll ich auch noch eine Flashbang? Ja, ja, genau. Zwei Leute sollen Flashbang werfen. Flashbang bereit. Vince kümmert sich dann darum, um die Tür zu öffnen. Pick lock. Links ist gewedged, ne? Ist schon gepicklockt, aber ja, egal. Schloss ist nochmal überprüft, bereit zum Öffnen. Dann, du gibst das Signal, Vince. 3, 2, 1. Flash! Und stürmen. Get down! Hands in the air! Hands in the air! Denk sicher! Put your hands up and get down! Wo ist der Typ? Police! Put your hands up! Get those hands in the air! Do it now! Get those hands up! Okay, get those hands up. Okay, Durchgang sichern. Ich sichere den Durchgang hier. Okay, wir bleiben hier. Raum gesichert. Okay, Bereich erstmal sichern. Tür im hinteren Bereich. Links ist gewedged von uns, ne, Monty? Ja, alles klar. Die Tür hier die Tür zumachen. Und Wedge sichern, falls. Jo, hast du? Ich finde, der nimmt meine Wedges nicht mehr. Rechte Tür wird wedged gesichert. Ja, warte, dann komm mal mit. Ja. So, ich hol die Wedge weg. Ja. Weil links, da ist ja sowieso sicher. Genau. Und dann machen wir einfach hier rechts. Ja, gute Idee. Die Tür zu ja. und. Ja. Police, gut. Get down now! On your knees now! So, ich check mal ganz kurz. Ah, da ist auch ein Wedge, alles klar. Gut, haben wir alles also sehr schön blockiert. Ist der eine Typ. Gerade hier hinten noch die Tür. Ist der eine Typ, der hier rumgerannt ist, ist der wieder aufgetaucht irgendwo? Ich bleib hier unsicher. Hab die Person, die aufgetaucht ist, hier an der gewedgten Tür. Sie okay. versucht durchzukommen, kann es aber nicht, weil es. Okay, haben wir noch Flashbangs? Simius, hast du noch einen Flashbang? Ich hab noch welche. Okay, gut, dann machen wir es jetzt so. Hab Kontakt! Waffe runter, Waffe weg! Hab die Waffe! Hands up, now! Ach, du bist. Ah, alles klar. Jemand, der hier,
Okay, im Kühlraum ist noch einer. Monty, kommst du wieder in den Eingangsbereich, bitte? Ja, komm mal. Weiter Kontakt. Waffe runter, Waffe weg. Show me your hands. Drop your weapons. Waffe runter. Drop your weapons. Drop your weapons. Get those hands, please. Put your hands up. Hab sie. Weiter vor, weiter vor, weiter vor. Roger. Waiting for your all clear. Rein. Hab ihn. Haben wir irgendwen verloren oder? Waffe sichern, Waffe sichern. Habt ihr Waffe? Gut. Geist ist, Fuzzi sichern. Holin. Hinten sind alle gesichert. Ja, sehr gut. Sehr gutes Ding. Boah, das ist am Ende schnell hier. Ja, weil die waren ja in diesem scheiß Kühlraum und sind dann rausgekommen. Ja, mich haben sie auch gestürmt. Aber zum Glück hatte ich einen Pepper-Shotgun. Bei mir habe ich gesehen, wie sie alle versucht haben, durch die Tür durchzugehen. Aber sie war gewedged. Ja. So, ready. Sekunde. Schade, dass man die Wedges nicht wieder verwenden kann. So, ich bin auch ready eigentlich. Was haben wir als nächstes? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, dann kommen wir gleich mal so langsam ein bisschen größer. Also das war jetzt ja schon ein bisschen größer. Jetzt können wir gleich mal die Disco oder sowas machen. Ah, das ist die Disco. Hm. Dann geht nochmal pinkeln, bin sofort wieder da. Jo, ich nehme noch was zu trinken wollen. Schlepp wieder zwei Wedges mit. So, Simi ist wieder da. Ja. Wobei, ich glaube, hier hole ich mir eine Rüstung mit. Die Heavy Armor. Ja, Nightclub, der ist auf jeden Fall schwierig. Also, im Nightclub müsst ihr aufpassen, es laufen extrem viele Zivilisten rum und die rennen hier auch rum. Und die Feinde haben auf jeden Fall auch M4 Sturmgewehre. Und AKs. Und AKs, genau, stimmt. Da ich habe jetzt wieder zwei Dauer-Wedges. Ich würde dir auf jeden Fall raten, dass du von deiner Peppergun weggehst und dir entweder eine MP5 oder irgendwie ein M4 oder G36 oder sowas nimmst. Als Sekundärwaffe aber auf jeden Fall ein Taser. Stungun. Genau. Also ich hole die Less Lethal wieder mit. Okay. Ja, ich krieg das schon hin. Ja, ist gut. Also ich weiß noch, also ich hab diese Disco oft gespielt. Ich weiß, dass die ziemlich hart ist. Mhm. Wobei, ich habe sie im Alleingang auch geschafft schon. Ich habe sie auch schon im Alleingang gespielt, ja. Dann hole ich eine Suppress 9mm. Ja, okay. Oder, ja. Ja, ja. Aber habe ich auch, also ich habe eine MP5 mit Schalldämpfer. Ja. So. Aber mit FMJ. So. Okay. Alles klar, bin soweit
Gut, dann alle auf ready, genau. Ready. 7-9 Adam, this is Central BCC. Multiple so, wir sind glaube ich an der Rückseite, ne? Code 3 CP at 127 yep. Situation. So, ach, wir sind drin. Ja, wir sind schon drin. Okay. Ja, wir noch nicht. Auf der Rückseite. Okay, dann müsste ja die Tür hier sein, ne? Ist glaube ich die Rückseite. Alles klar. Verletzter Zivilist im vorderen Bereich. Ich fahre mal gerade nach links. Kontakt. Links scheint ja. Frei. Okay, erstmal brüllen, wir sichern. Alles klar, den. Ich öffne die Tür. Langsam vor. Erstmal Tür zu, ich setze einen Door-Wedge, damit der erstmal blockiert ist. Hab die Scan-Gun bereit. Gehst du direkt nach links durch, bitte? So, kann keiner mehr erst durch. So, wir sichern das jetzt erstmal. Ich würde die Primärwaffe nehmen. Die ist aber Silence, damit kann ich nicht wirklich einschüchtern. Ja, doch. Doch, kannst du. Die Stun-Gun holst du, wenn wirklich jemanden stunnen muss. Schießen lieber tot, bevor du selber tot bist. Okay, Vince? Gut, bereit? Ja. Drei, bereit. Wir checken erstmal die Türen, die hier sind. Sicher nach links. Das hier ist der Ausgang. Der müsste wirklich frei sein. Okay. Achso, ist Exit Mission. Okay. Ich schau mal hier. Da war eine bewaffnete Person, die nach rechts geflohen ist. Exit, ja, alles klar. Bleib da, Mann! Der schießt dich gleich. So, okay. Die Tür, wo der Feind war, haben wir auf jeden Fall gesichert. Ich sichere erstmal diese Tür hier. Hier ist einer direkt um die Ecke, der hier rauskommt. Der hat seine Waffe gedroppt. Ich schau mal drunter. Ja, sicher die Waffe. Okay, ich sicher den Rückraum. Ja. So, hier ist ein Büro. Monty, wir haben hier noch einen langen Flur hier runter auf der linken Seite. Person restrained. Wir können jetzt erstmal wieder zurück, wenn du möchtest. Nein. Okay, sicher den Flur. Bleib hier erstmal stehen. Und die Tür links von mir. Okay, bleib erstmal stehen. Geh ein paar Meter zurück, damit die Tür nicht... ich sichere, du sippst. Ich schau mal, ob ich das Büro eben sichern kann. Dann haben wir den ersten Raum auf jeden Fall schon mal klar. Get down or I'll put you down. Der hier hinten noch. Ja, super. Toll. Hier geht's weiter. Hast du hinten die Door gewedged? Nö. Wie denn? Okay, Vince zu mir. Ist egal, das ist jetzt der Raum rechts sowieso. Den klären wir als nächstes. Okay. Sicher mal den Rücken bitte. Ja. So, die Tür ist auch wieder ein Korridor hinter, also größerer Bereich. Habe ich gesichert. Ich würde die Tür aufmachen, du fließt ein. Ich habe verletzte 3, Zivilisten. 2, 1, Tür auf. Keine Kontakte. Ich cock aber nochmal. Der ist abgehauen. Behalt den Bereich im Blick. Also ich vertraue dem Raum nicht. Ich würde gerne Flash reinschmeißen. Okay. Dann mache ich mich bereit zum Öffnen. Flash ist bereit. Ja, öffne bitte von links, sonst wirst du erschossen. Okay, hinter der Tür hier ist ein verletzlicher Zivilist. Sicher du weiter, ich öffne die Tür. Lockpicke erstmal zur Sicherheit. Jo. Police, get those hands up. On the floor. Hands up. So. On your knees. Tür wird geöffnet in 3, 2, 1, los. Okay, hier auch. Okay, komm rein. Mach Tür wieder zu. Ich schließe die Tür. Vorsicht! Suspect! Suspect! Hast du ihn? Ich hab's vorher schon geöffnet. Alles klar, gut. Dann gehen wir langsam vor. Waffe gesichert. Oh. Schalte um auf Taser. Also der Raum ist gesichert auf jeden Fall. This is Blue, we're out. Bin auch mal nach Stun-Gun. Sehr gut. Hier direkt links zwei Geiseln im Durchgang. Get down and put your hands up. Do it. Vorsicht! Ah, scheiße. Score. Weitere Tür hat sich hier geöffnet. Ja, mich hat's erwischt. Du musst jetzt alleine klarkommen. On your knees now. Police, drop da ist einer. Hast du gesehen? Police, drop your weapons. Ja, nimm deine MP5 wieder rein. Die wollen sich anders. Ja, okay, wir failed. Also seid ihr auch ausgeschaltet worden, oder? Ja, wir waren im Raum vor euch. Ah, okay. Da, wo die ganzen Leute schon hockten. Aber da hat einer
Der war am Boden, hat dann auf einmal direkt wieder eine Waffe gezogen, obwohl vor ihm noch eine andere Waffe lag, die ich gerade gesichert hatte. Okay, wie kriegen wir es hin, dass wir alle im selben Raum starten? Das war ein bisschen doof jetzt gerade. Ich glaube, dafür müssten wir alle ins selbe Team, also Change Team. Alle rot. Okay, dann machen wir alle... Alle blau, okay. Dann blau, okay. Auch noch. Genau, ready. Okay. Dann ready. Weil das war jetzt ein bisschen doof, dass wir alle nicht an derselben Position waren. Ich meine, untereinander können wir trotzdem denken. Wir sind andere Teams. Ja, nee, ja, alles gut. Das teile ich gleich ein. Also ich habe ja so ein bisschen das Sagen hier, glaube ich, habe ich jetzt rausgehört. Das lief ja auch eigentlich bis vorhin ganz gut. So, okay. Ready? Ist das jetzt eine andere Map? Ja, das ist eine andere Map. Ach, wir müssen nochmal Voting machen. Ist doch egal, aber machen wir die jetzt. Ja, okay, machen wir die. Alles klar. Wobei, die Disco ist schon. Kann man danach mal gerne machen. Ja, alles klar. Oder muss jemand von euch morgen arbeiten? Nee, ich glaube, ja, ich muss. Um 10 muss ich tatsächlich aufstehen, aber. Ja, muss ich. Da muss ich losfahren. Nee, Quatsch, da muss ich losfahren. Okay, jetzt noch nichts machen. Erstmal nicht bewegen. Checkt mal kurz den Weg hier ab. Simius und Lumberjack, ob da irgendwie noch eine Tür ist, die wir blockieren können. Ja, bewaffneter Kontakt. Police, drop your weapons! Okay, oh, wow. Du bist so einschüchternd, dass du sogar einen im Gebäude eingeschüchtert hast. Sichere die Person. Ja, ich sichere den Rückbereich. Ich Person gesichert. Alles klar, auch gemeldet. Ja, gemeldet. So, dann... Wow. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Wir fangen nochmal von vorne an, das war jetzt doof. Ach, Tuckinger war hier im Channel, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. So, Sword 4. Oh, Gott. Okay. Kreati. Ja, 15%, ja, haben wir gut gemacht. Ich glaube, jetzt müssen wir aber voten. Wahrscheinlich. Jetzt kommt wahrscheinlich das Haus wieder oder sowas. Oder das Krankenhaus. Da, wenn du 4 ausgewählt hast, dann müssten wir praktisch vorne wieder Krankenhaus. Ja. Heißt... Ach, wobei, Krankenhaus könnten wir auch spielen. Ja, dann machen wir das Krankenhaus. Komm. Alles klar. So, alle blau? Ja, ne? Jo. Okay, gut. Wir entscheiden jetzt zwischendurch, was läuft. Alle nehmen jetzt bitte das Suppressed 9mm SMG, weil hier sind die Feinde jetzt ein bisschen... Okay. Also Full Metal Jackets auch? Ja, genau, FNJ, genau. Okay. Und Secondary nehmt ihr aber die Stun Gun mit, für den Fall, dass wir da irgendwie was machen können. Tactical, nur böse, wenn ich keinen Schalldämpfer nehme? Nee, du kannst auch ohne Schalldämpfer, ja. Dann hol ich einen G36 mit, wenn nicht. Ja, nimmst den gut, also nimmt auf jeden Fall jetzt eine letale Waffe. Also ich nehme jetzt auch ein M4. Soll ich die Shotgun wieder nehmen mit einer Slug? Ja, mach man, ja, ist eine gute Idee. Weil ich schalte die irgendwie für, komm ich besser mit. Secondary, nehmt ihr die Stungun? Hab ich. Ich nicht. Doorwedges, brauchen wir die wieder? Genau, zwei, also ich habe ein Doorwedge dabei, das Opti-Wend. Ich habe zwei mit. Okay, sehr gut, ich habe 3 Flashbangs, eine Opti-Wend und eine Doorwedge. Ich habe Flashbang und Pepperspray neben den Doorwedges noch mit. Ja, naja, Pepperspray ist gut wegen Geiseln, falls die dann irgendwie... ich glaube, ich ersetze die... Ich hab noch Stinger. Ich hol noch eine... Dann nimm mal die... Tausch mal die Stinger gegen Flashbangs aus. Ja, 3. Ich habe auch noch zwei... Ich habe jetzt 2 Flashbangs mit. Okay, bei Breaching... Und Pepperspray, aber dafür kein Door-Dingens mehr. Bei das heißt, ich kann bei Breaching habe ich die Shotgun. Da könnt ihr euch selbst entscheiden, was ihr mitnehmen wollt. Und bei Protection habe ich den Helm genommen, damit ich nicht geblendet werde. Ja. Und Heavy Armor. Und Heavy Armor, genau. Ja, dann... Ich bin ready. Bereit. Okay, gut. Jetzt noch nichts machen. Ich check erstmal die Tür. Oder einer, der ein Dingens hat, checkt die Tür. Ich hab keins mehr. Ich hab eins. Okay, dann wie kann ich eine Tür checken? Soll ich hinten Wedges platzieren oder kann man das gar nicht? Doch. Nee, das ist Exit. Ach, Exit brauchen wir nicht, ja.
Zivilist, sonst nichts in Sicht. Erstmal alle wieder, oh Gott, wie heißt das? Taschenlampen an? Jo. So, dann, Buddy-Team, Simius und Vince und Lumberjack bleibt ein bisschen bei mir, beziehungsweise macht die Rücksicherung von den zwei Leuten. Und ich versuche mich so ein bisschen nur auf Befehle zu beschränken. Alles klar. Vince, wir gehen links jetzt lang und sichern nach rechts ab über Kreuz mit Monty und Lumberjack. Rechts und links sind ja alles frei. Okay. Ihr entscheidet, wann ihr losgeht. Drei. Bist du bereit, Lane? Ja. Ich wäre bereit. Dann geh bitte rechts lang. Auch dann. Also hier bei mir auf meiner Seite. Genau. Und wir gehen. Wir rennen nicht, wir gehen. Drei, zwei, eins, öffnen. Rechts frei. Links frei. Links frei. Ah, nein! Frei. Da läuft einer. Schießt doch nicht direkt. Ich hab nicht geschossen. Nee, das war ein Bildschirm mit. Ich hab geschossen. Achso. Warum? Mich erschreckt, der hat eine Waffe. Okay, ich gehe rechts rum. So. Hier ist eine Geisel. Weitere bewaffnete Person. Versucht sie zu überreden, ansonsten ausschalten. Ja. Bin dabei. So, rechts ist ein Durchgang. Bin hinter dir, Monty. Okay, wir gucken erstmal, dass die Geisel ist. Naja, Geisel in dem Raum hinter dem. Ja, ich hab sie gesehen. Scheiße, ich hab keinen Sound mehr. Mein Spiel hat keinen Sound mehr. Ich sicher diese eine verletzte. Ich melde diese eine verletzte Person. Mach mal. Zivilist. Ja. Ich sicher dich. Gemeldet. Okay, wir gehen weiter. Okay, dann gehen wir auch weiter bis zur nächsten Tür. Du guckst rechts, ich guck links. Ja. Rezeptionsraum dahinter. Okay, rechts brauchst du nicht, aber wir gucken beide links. So. Okay, scheint soweit clear. Genau. Ihr müsstet gleich durch den Durch. Ja, genau. Kontakt. Anbrüllen. Alles klar. Du hast auf unseren geschossen. Ausgeschaltet. Hinter uns. Ah, mich hat's ausgeschaltet. Ich muss mein Spiel einmal beenden, ich habe keinen Sound mehr. Komm gleich wieder dazu. Ich habe den einen, der dich vernichtet hat, mit einer Slug getroffen, aber das hat der nicht getötet. Ja, die haben, falls du es gesehen hast, die haben, die sind gepanzert. Also, die wirst du auch mit, wirf deine Waffe weg, wirst du die auch nicht, also, die müssen wir ausschalten, glaube ich. Also. Ja, oder vergasen, ne? Ja, man kann auch mal vergasen, ja. Haben wir als Deutsche auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung mit.